Herzlichen Dank. Ich würde gerne wie immer eingangs ein paar Bemerkungen machen. Lassen Sie mich mit dem Parteivorstand beginnen. Der Parteivorstand hat am vergangenen Wochenende einen Diskussions- und Abstimmungsmarathon hinter sich zum Wahlprogrammentwurf. Am Ende haben wir den Leitantrag an den Bundesparteitag ohne Gegenstimme bei 5 Enthaltungen verabschiedet. Das ist ein durchaus positives Signal. Der Parteitag wird in Dresden vom 14. bis 16. Juni über den Wahlprogrammentwurf entscheiden. Den Inhalt dieses Entwurfs werden die Vorsitzenden von Partei und Fraktionen, also Katja Kipping, Bernd Rixinger und Gregor Gysi, am Ende der Woche, wahrscheinlich am Freitag, sehr genau vorstellen. Darauf will ich heute verzichten. Ich will allerdings noch mal ein Wort sagen zur Diskussion, die hinter uns liegt. Wir haben als Partei zu diesem Wahlprogrammentwurf einen breiten Beteiligungs- und Diskussionsprozess organisiert und dementsprechend vielfältig waren auch die Wortmeldungen, die dazu bei uns eingegangen sind, sowohl im Umfang als auch in der Tiefe sehr unterschiedlich. Wir haben all diese Vorschläge in den letzten Wochen und Monaten gewichtet und diskutiert. Sie sind eingeflossen in die Überarbeitung dieses Entwurfs. Die Diskussion und Entscheidung am Wochenende hat in einer Atmosphäre stattgefunden, die mir Mut macht für den Wahlkampf, solidarisch, meinungsstark, konsensorientiert trotz allem und kämpferisch. Das ist ein wichtiges Signal für den Sommer und den Wahlkampf. Die Partei geht geschlossen und entschlossen in die nächsten Monate. Zweite Bemerkung meinerseits zum SPD-Parteitag am vergangenen Wochenende. Peer Steinbrück hat mindestens den dritten Neustart als Kanzlerkandidat absolviert. Dass er den Satz, ich will Kanzler werden, ohne Lachen über die Lippen bekommt, ist schon bemerkenswert. Dafür mein Respekt. Er hat ein Feuerwerk versucht zu zünden, aber ich will auch sagen, wie das so ist, auch mit den Silvesterfeuerwerken. Sie sind schnell wieder verblasst und auch vergessen. Was man feststellen kann zu dem, was inhaltlich von der SPD zu vernehmen ist, sie ist keine grundlegende Alternative zu Angela Merkel und der Politik der Union. Sie will die Rentenformel nicht ändern, um weitere Rentenkürzungen zu verhindern. Sie will keine Mindestrente für alle und auch nicht an der Rente mit 67 rütteln. Und sie will die Ostrentenangleichung in das nächste Jahrzehnt verschieben. Sie will einen Mindestlohn, aber keinen, der spürbar und wirksam vor Armut und Altersarmut schützt. Und sie will eine Vermögenssteuer mit so vielen Ausnahmen, dass am Ende die Erhebung teurer werden wird als die Einnahmen, die daraus erzielt werden können. Unterm Strich kann man feststellen, dass bei aller Mühe die SPD sich in der Sache insgesamt nicht deutlich links positioniert. Und ich bleibe auch dabei, dass meine Erwartung trotz allem ist, dass die SPD versuchen wird, in dem Wahlkampf, der vor uns liegt, einen massiven Lagerwahlkampf mit der Union zu simulieren und trotz aller Gemeinsamkeit in wesentlichen Punkten versuchen wird, minimale Differenzen zu großen, großen Auseinandersetzungen mit der Union aufzublasen. In den Kernfragen gibt es diese großen Differenzen nicht. Banken sollen auch weiterhin mit Steuergeld gerettet werden. Das Renteneintrittsalter soll bleiben, wie es ist, und die Arbeitnehmer sondern auch weiter die Lasten zum Beispiel der Gesundheitsversorgung tragen und auch eine aktive Politik zur Steigerung der Löhne in Deutschland ist von ihr nicht zu erwarten. Peer Steinbrück und die SPD sagt, das Thema soziale Gerechtigkeit wird das Kernthema dieses Wahlkampfes. Damit hat sie ohne Frage recht. Das Thema soziale Gerechtigkeit ist unser Thema, wir sind das Original. Und ich freue mich darauf, die SPD und Peer Steinbrück in dieser Frage zu stellen. Dritte Bemerkung. Am Wochenende hat sich durchaus mit viel medialer Aufmerksamkeit eine neue Partei gegründet. Sie nennt sich Alternative für Deutschland. Das Kernprogramm der Alternative für Deutschland auf die Abschaffung des Euros zu reduzieren, wäre einseitig. Dazu gehört auch, und das muss betont werden, würden dramatische Konsequenzen für den Sozialstaat in Europa folgen. Alles in allem basiert dieses Programm auf zwei Prämissen.
nämlich zum einen nationale Enge und zum anderen soziale Kälte. Mit diesen beiden Prämissen ist diese Partei nicht nur politische Konkurrentin der Linken, sondern sie befindet sich in politischer Gegnerschaft zu uns. Und das werden wir sehr deutlich machen. Und es sollte auch nicht aus den Augen verloren werden, wer die Träger dieser Partei sind. Gut bezahlte Professoren und Unternehmer geben dort den Ton an. Und auch Rechtspopulisten und Rechtsaußen ist in dieser Partei zu finden. Und ich bin zudem sehr gespannt, wie diese Partei und vor allen Dingen der Wahlkampf dieser Partei sich in den nächsten Monaten finanzieren wird. Auf die Spendenliste des AfD, der AfD bin ich sehr gespannt. Nächste Bemerkung. Am kommenden Mittwoch diese Woche beginnt der NSU-Prozess. Ich begrüße das, wenn auch nach einem Urteil des Verfassungsgerichtes, aber immerhin. Nun auch Medienvertreter von internationaler Seite am Prozess beiwohnen können. Gerade für türkische und griechische Medien ist es wichtig, ihren Landsleuten möglichst nah vom Prozess berichten zu können. Ich begrüße es ebenfalls, dass sich der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages offensichtlich darauf verständigt hat, gemeinsame, alle Parteien einbeziehende Feststellungen und Empfehlungen abzugeben. Es ist wünschenswert ausdrücklich, wenn alle demokratischen Kräfte im Kampf gegen rechts immer das gemeinsame Ziel und nicht die Parteipolitik im Blick haben. Ich halte es für wichtig, auch gerade in dieser Woche noch einmal daran zu erinnern, dass das Bekanntwerden der beispiellosen Terrorserie der rechtsextremen NSU kein Fahndungserfolg der Partei, der Polizei war, dass sich die folgende Ermittlungsarbeit wie ein Sammelsurium von Peinlichkeiten und Pannen liest, dass Akten verschwanden und geschreddert wurden und dass Verstrickungen von Rechtsextremen und dem Verfassungsschutz bekannt wurden und bis auf die Entlassung einzelner Köpfe bei den Verfassungsschutzämtern bisher kaum Konsequenzen gezogen worden sind. Kurz, das Versagen der Sicherheitsbehörden und Schlamperei haben offensichtlich Methode. Der Prozess wird auch zu Verstrickungen und Pannen Aufklärung und Erklärung leisten müssen. Ein Verfassungsschutz, der Nazi-Strukturen über V-Leute stützt, ist gefährlich und antidemokratisch und selbst eine Bedrohung für unsere Verfassungswerte. Und letztlich will ich darauf hinweisen, wir fordern weit darüber hinaus, dass wir eine stabile Finanzierung der Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen brauchen. Die finanziellen Mittel für Projekte gegen rechts müssen erhöht werden, dürfen nicht gekürzt werden. Und die pauschale Diskreditierung von Initiativen und Vereinen seitens der Bundesregierung durch die sogenannte Extremismusklausel ist mehr als eine schwere Belastung im Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus. Letztlich eine Bemerkung meinerseits zu den Landratswahlen in Teltow-Fleming. Das Ergebnis sehe ich natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich freue mich über 66,2% für die linke Kandidatin Conny Wählan. Das ist ein ausgezeichnetes Ergebnis. Und ich will ihr noch einmal sehr herzlich gratulieren für dieses hohe Maß an Zustimmung, was auch Bestätigung ist für die Kandidatin gleichermaßen wie auch für die Partei und die Arbeit, die dort vor Ort geleistet wird. Aber es haben am Ende 541 Stimmen gefehlt, damit aus diesem Wahlsieg auch die Übernahme des Landratsamtes wird. Die geringe Wahlbeteiligung hat diese Konsequenz mit sich gebracht. Politik ist gut beraten, sich dieser Frage zu stellen, immer wieder zu stellen, wie wir mit sinkender Wahlbeteiligung und Wahlmüdigkeit umgehen. Die Entscheidung fällt nun an den Kreistag in Teltow-Fleming. Meine Erwartung ist, dass der Kreistag dieses Wählervotum akzeptiert und Winkelzüge und Ausflüchte unterlässt, Conny Wählan möglicherweise doch nicht als Landrätin zu wählen. Eine solche Entscheidung würde Politikverdrossenheit weiter bestärken. Herzlichen Dank.